Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold von Rockstar TV. In Bad Slatsuflen, so wie ich das sehe, sitzt mein Kompagnon und zweiter Chef des Ganzen im Hause hier, der liebe Herr Andreas Steinecke. Hallo Andreas. Hallo Florian, herzliche Grüße aus Salzbad Uflen und ich grüße dich aus dem Studio Castrop. Heute wieder im schönen OWL bei Sonnenschein und milden Temperaturen. Milden Temperaturen. Ja, ich bin mal gespannt, wie mein Wochenende jetzt wird. Also war, obwohl das wisst ihr ja alle, irgendwie halt Paganella war ich. Ich will da unbedingt nochmal hin. War super. Ja, ich weiß, oh ihr Mann, seid ey, Time Struggle, ne? Für dich, ja. Alles klar. Time Struggle. Pass auf. Ganz kurz und knapp. Wir haben ich habe eine junge Frau schon damalig mal eingeladen gehabt. Sie arbeitet bei Sportsnuts, das weiß ich. Sie fährt Gravel Mountainbike, das weiß ich auch. Und ich hatte sie damals schon mal nach Dirtmaster war das oder nach den leider nicht mehr stattfindenden Gravel Games eingeladen. Ich sag einfach mal, hallo Lea Stegmeier. Hi. Hi. Wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist. Mir geht's gut. Wetter ist jetzt aktuell wieder sonnig aktuell. Ich hoffe, es bleibt noch eine Weile so. Okay. Lea, kannst du dir denken, warum wir dich hier unbedingt, also warum ich die Einladung schon so ausgesprochen hatte, irgendwie halt, kannst du dir ungefähr denken, warum wir dich hierhin eingeladen? Sagen wir einmal vom Job, weil wir da so ein paar Kontaktpunkte haben. Unser erstes Telefonat damals, wo du eigentlich einen Alex erreichen wolltest, war ganz witzig. Und dann doch tatsächlich die Gravel Games 2020 mit als erstes Event, ja. Das ich durchführen durfte. Haben uns dann auch persönlich kennengelernt. Da haben wir uns dann auch persönlich kennengelernt, ja wunderbar. Leute, ihr merkt schon, irgendwie halt, das ist so ein Podcast, irgendwie halt, man kennt die Lea halt einfach von Events, von dem Großvertrieb, Sportvertrieb von Sportsnuts. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht so großartig jetzt über Sportsnuts sprechen, weil wir hatten das ja schon mal mit dem Torben Kriener gemacht. Aber Lea, du machst ja, du fährst ja Mountainbike auch, ne? Und Gravelbike, ne? Auch. Auch, ne? Aber du bist doch auch recht damit erfolgreich schon, ne? Ja, also ich komme ja eigentlich gar nicht aus dem Bereich, sondern ich habe meine Wurzeln wirklich im Triathlon. Habe da mit 6 angefangen, also schon wieder 20 Jahre her. Und habe dann irgendwas gebraucht zur Abwechslung, dass der Spaß trotzdem erhalten bleibt und bin dann so zum Mountainbiken gekommen, dann zum Enduro fahren und dann bei den besagten Gravel Games dann auch kurzfristig zum Gravel fahren und zum Cyclocross und es macht Spaß und deswegen habe ich es beibehalten und ja, möchte auch keine von den Radsportarten inzwischen missen. Und betreibst du diese für dich jetzt neu erkundeten Facetten des Radsports auch in einem Wettkampfgedanken? Also nimmst du an Rennen teil? Mal mehr, mal weniger. Okay. Sagen wir so. Also ich bin jetzt beim Gravel Games 2-mal beim Gravelminator gestartet. Das erste Jahr konnte ich ihn sogar überraschenderweise gewinnen. Das zweite Jahr dann krankheitsbedingt dann aussteigen müssen. Im Enduro war ich vorletztes Jahr bei der Bosch Enduro-Serie mit dabei und habe da dann so ein paar Rennerfahrungen sammeln können und sonst im Triathlon des Öfteren auf Wettkämpfen zu sehen und halt bei dem ein oder anderen Cross-Country-Rennen dann auch. Ja, jetzt würde mich eine Sache ganz kurz mal interessieren und zwar, du kennst ja bestimmt den Jonas Deichmann, oder? Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich muss ehrlich sagen,
ich mache mir aus diesen ganzen großen Leuten nicht wirklich was. Und nee, also ja, geht auch um was anderes. Na, alles gut. Man kann und soll nicht jeden kennen, keine Frage. Der Jonas macht gerade so eine Challenge. Es gibt ja diesen Triathlon in Rot, ne? Die Challenge Rot, glaube ich, heißt das oder so. Ja. Und die macht er jetzt quasi 120 Mal am Stück. Jetzt bist du ja quasi ausgewiesene Triathletin. Wie anstrengend ist denn eigentlich ein so ein Triathlon? Verdammt anstrengend. Also klar, es kommt immer noch auf die Distanz an und wie schnell man das Ganze hinter sich bringen möchte. Aber ich glaube, wer, sag ich mal, nicht so gern schwimmen geht und sich da dann mal 3,8 Kilometer durchs Wasser quält, der weiß, dass es nicht so ein Spaß ist. Vor allem, wenn man das dann auch mal 120 Tage dann nacheinander macht und 180 Kilometer Radfahren. Klar ist ein Rennrad, ist nochmal ein bisschen einfacher wie auf dem Mountainbike, aber der Arsch tut einem trotzdem weh. Und mit den Kilometern dann in Beinen, dann halt noch einen Marathon laufen mit 42 Kilometer, ist heftig. Also Hut ab vor ihm. Für mich wäre es absolut gar nichts. Und ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er es durchzieht, dass vor allem der Kopf mitmacht. Das sehe ich, glaube ich, so der größte Punkt. Und natürlich halt auch die Überlastung, beziehungsweise einfach auch die Versorgung, was Essen angeht. Und das alles, das spielt halt so viel mit, allein schon an einem Renntag. Und das dann halt aber noch mal 119 Mal zu machen, ist heftig. Wie bereitest du dich, also wenn du jetzt sagst, irgendwie halt, du, oh cool, guck mal, da ist in einem halben Jahr, da ist ein Marathon, irgendwie Triathlon, irgendwie so. Wie schaut denn da deine persönliche Vorbereitung darauf hinaus aus? Also ich setze mir einmal den Termin im Kalender und gehe dann zurück. Die Woche davor stand so eine Woche Tapering, wo einfach Umfänge und die Härte vom Training einfach runtergeschraubt wird und dann ist wirklich 3 Wochen Belastung, 1 Woche Entlastung und da gehe ich dann im Kalender wirklich Woche für Woche zurück und dann steht der Plan und dann geht es halt ans Wochenausarbeiten. Am Anfang vom Jahr spielt dann viel Techniktraining, Krafttraining noch mit rein und dann wird so langsam die Intensität und der Umfang gesteigert und zwischendrin dann hoffentlich, wenn es gut läuft, dann noch der ein oder andere Testwettkampf, einfach um die Form abrufen zu können und ja, selber zu sehen, wo stehe ich eigentlich gerade und dann gucken, dass natürlich von der Ernährung her alles passt und dann am Tag X zählt es dann und da ist dann die Aufregung da, aber man macht es trotzdem gerne und ja, man freut sich auch, wenn man die ganzen Leute halt kennt, gerade wenn man von klein auf im Sportart dabei ist, man kennt sich. Man kennt die Wettkämpfe, man kennt die Veranstalter. Gut, du kennst die Veranstalter, du kennst die ganzen Leute, die dabei sind. Hilft das dir denn auch so, weil du hast ja auch gerade gesagt, irgendwie hoffen wir mal, dass der Johannes es auch mental hinkriegt. Helfen dir diese Bekanntschaften, vielleicht auch Freundschaften, die du da hast, helfen dir da auch so ein bisschen so, hey, ich laufe wieder mit dem und das ist cool, irgendwie halt, hier weiß ich, dass ich ruhig laufen kann oder Fahrrad fahren kann oder vor mir oder hinter mir schwimmt wer, den ich auch wiederum gut kenne, hilft das auch mental, weil ganz ehrlich, Andreas, meine Wenigkeit, ich glaube, ich kann sogar für Nora sprechen und für, obwohl Chris könnte ich mir vorstellen. Also wir drei werden auf jeden Fall niemals so eine Kiste mehr hinkriegen oder machen wollen. Bei Chris sehe ich eher gesagt, ja, der könnte das noch packen irgendwie halt, weil der geht richtig Mucki-Training machen und hier und da alles. Der ist einer von uns der Fitteste. Ist das denn wirklich so, wenn du diese Leute jetzt so lange kennst, ist das auch eine mentale Stärke, die du da rausziehst? Oder sagst du dir so, nee, scheiß drauf, hier ist Wettkampf und hier kommen so ein bisschen sogar auch die Ellbogen raus? Also im Training profitiert man schon von anderen und kann sich da dann, glaube ich, auch nochmal mehr pushen und an die Grenzen bringen, beziehungsweise ich glaube ich auch relativ gut über die eigenen Grenzen, sodass man echt wirklich sich mal komplett abschießt in einem Training und dann einfach gar nichts mehr geht. Im Wettkampf
bin ich eher so der Typ, ich blende das außenrum komplett aus. Ich kriege gar nichts mit. Also ich weiß da nicht, wer da neben mir schwimmt, wer da vor mir schwimmt. Ich krieg's nicht mit, wer mich da am Streckenrand anfeuert. Mein Vater bekleidet es von klein auf, den kriege ich mit, was der mir da an den Kopf hinwirft. Funktioniert auch gut mit meinem jahrelangen Trainer, den höre ich auch. Alle anderen bekomme ich nicht mit. Also da bist du wirklich so im Tunnel, du fokussierst dich da so auf dich selber und auf deine Leistung, oder zumindest mache ich das, bei vielen anderen ist es anders. Und ich finde es schwierig, sich da auch an anderen zu orientieren, weil am Endeffekt musst du deine Leistung rausbringen und nicht irgendwie versuchen, dann besser wieder Trainingskollege zu sein. Ja, das war jetzt keine unnütze Frage, die ich gestellt habe, sondern ich habe mir das schon so ungefähr gedacht gehabt. Du kannst dich, glaube ich, gar nicht so wirklich dran erinnern. Jetzt bei den letzten Gravel Games standest du da mit am Start beim Eliminator und dann sagtest du zu mir: Florian, kannst du meine Jacke mal festhalten? Ich so, ja, Lea, wo? Ach nee, ich nehme sie wieder selbst. Ne? Also du warst da irgendwie so komplett irgendwo im Tunnel drin. Du hattest jetzt nicht deinen Trainer dabei, du hattest nicht deinen Vater dabei. Du wusstest jetzt nicht wirklich irgendwie, was du... Du hast einfach nur, jetzt ist Race. Ne? Also das habe ich gemerkt, ja, bei dir. Ne? Also ja, aber ich habe leider so eine Beobachtungsgabe. Irgendwie, sorry. Aber das ist alles cool. Ne? Deswegen war aber auch diese Frage für mich auch ziemlich wichtig, um das auch noch mal vielleicht für unsere Zuhörer da draußen von deiner Seite aus zu schildern zu lassen, weil Wettkampf ist ja Wettkampf und da muss man, glaube ich, auch links und rechts alles ausblenden, weil sonst machst du dich ja bekloppt irgendwie. Wieso rennt der eine schneller wie als der andere und warum bin ich auf einmal hier und warum bin ich nie da? Und das macht dich, glaube ich, auch mental ziemlich kaputt. Andreas, du hattest eine Frage. Andreas, mach doch mal das Mikrofon an, dann hören wir dich auch. So, jetzt. Danke. Ne? So, jetzt funktioniert das auch. Nein, mich interessiert vor allen Dingen, das sind ja schon drei sehr unterschiedliche Disziplinen und du hast ja gerade auch schon von mentaler Stärke gesprochen. Wie teilst du dir denn diese drei unterschiedlichen Sportarten im Wettkampf dann ein? Schwimmen ist meine Stärke, deswegen da versuche ich natürlich all in zu gehen von Anfang an, weil ich weiß, da kann ich einfach Beine noch ein bisschen schonen, Arme, sagen wir, man braucht sie später auch, aber halt nicht einfach so viel wie beim Schwimmen. Das heißt, beim Schwimmen einfach all in gucken, dass man relativ weit vorne, wenn nicht sogar ganz vorne ist. Beim Radfahren ist dann natürlich ein bisschen taktischer, weil es dann einfach auch länger ist. Kommt dann auch mal drauf an, ist ein Rennen, wo man noch Windschatten fahren darf oder ist man wirklich auf sich alleine gestellt und muss seinen Abstand halten zu den anderen. Aber ja, je nach Distanz ist da auch natürlich von Anfang an 100% geben über taktisch sich verhalten, gucken, wie positioniere ich mich, lohnt sich's, Druck zu machen, halte ich lieber meine Position oder lass mich vielleicht sogar zurückfallen und habe dann noch die ein oder anderen Körner nachher im Laufen. Und im Laufen ist dann erstmal wichtig, überhaupt den Wechsel gut hinzubekommen und vom Radfahren dann wirklich ins Laufen dann überzugehen. Und dann gucken, dass man natürlich auch nochmal Gas gibt und sich aber trotzdem für den Schluss noch genügend Körner aufhebt, dass man da auch nochmal Gas geben kann. Mhm. Und würdest du deine bisherige 20 Jahre, kann man schon Karriere nennen, also 20 Jahre, das diesen Sport auszuüben, das ist schon echt eine sehr respektable Leistung. Würdest du jetzt sagen, würdest du dich quasi so ein bisschen als, naja, Berufssportlerin vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber würdest du dich so in dieser Kategorie, oder Leistungssportlerin, würdest du dich in diese Kategorie? Dann wäre sie ja nicht bei Sportsnetz. Ja, aber nein, ich meine, wenn sie das 20 Jahre schon macht, dann hat sie ja vielleicht irgendwann auch mal die Entscheidung getroffen, jetzt möchte ich mal was anderes machen. Also, weil das so lange zu machen, und Triathlon ist jetzt ja kein Sport, jetzt wie, keine Ahnung, wie Tischtennis oder sowas, da muss man ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich gewissenhaft vorbereiten. Ja, also sag ich mal, Leistungssport nicht mehr. Ich hatte so meine Hochzeit mit 16 bis 18. Dann wurde leider die Entscheidung für mich getroffen, aus dem Leistungssport auszuscheiden. Ich hatte zwei kaputte Knie,
bin froh, dass ich jetzt auch wieder, sag ich mal, schmerzfrei trainieren kann. Ich hatte zwischendrin auch 2 Jahre Pause, weil einfach gar nichts mehr ging. Die Ärzte haben mich auch nicht mehr im Sport gesehen, weder im Radfahren noch im Laufen. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, den Sport überhaupt wieder machen zu können. Vor allem auch schmerzfrei durch den Alltag zu gehen. Es war hart, weil für mich lief damals alles richtig gut. Ich hatte die Chance, nach der Schule nach Neuseeland zu gehen. Dort wirklich ein halbes Jahr, mich komplett aufs Training zu fokussieren, Wettkämpfe zu machen. Bin dann im Frühjahr zurückgekommen nach Deutschland und hatte für Europameisterschaften und für Weltmeisterschaften Qualifikationen in der Tasche. Und war dann noch im Trainingslager und da hat es dann, sage ich mal, war der Anfang vom Ende. Und ein paar Wochen später bei den Europameisterschaften Duathlon damals, also Laufen und Radfahren in Kalkar, war dann's aus. Ich bin mit entzündeten Knien gestartet, würde ich heute nicht mehr machen und sagt es auch wirklich jedem, hört auf euren Körper, der sagt wirklich, wo eure Grenzen sind, es ist nicht wert. Und habe mich da wirklich kaputt gemacht, musste dann die Weltmeisterschaft in Mexiko, damals in Cancun, absagen, Flüge, Hotel, alles stornieren. Ich saß dran und für mich ist damals eine komplette Welt zusammengebrochen. Also klar, mit 18 war das eh der Traum, bei Weltmeisterschaften dabei zu sein. Und dann kam der Mann mit dem Hammer. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bin weg. Ich mache gar nichts mehr. Hat man mir dann auch angesehen. Also mir sieht es mir jetzt nicht mehr an, aber mich gab es auch mit 20 Kilo mehr auf den Rippen. Einfach aus Frust, weil einfach gar nichts mehr ging. Mein Körper hat gar nicht mehr mitgemacht. Und dann ging auch der Spaß verloren. Mhm. Und dann waren wirklich 2 Jahre gar nichts. Ich habe fast alle Klamotten weggeschmissen, verkauft, Sport komplett aus meinem Leben verbannt. Und nach 2 Jahren war dann dieses Ding, es hat wieder in Fingerspitzen gekribbelt. Und es war dann so für mich der Punkt, ich fange wieder an, habe da aber kompletten Druck rausgenommen und habe es einfach so gemacht. Wenn ich Bock drauf hatte, habe ich es gemacht. Wenn ich keinen Bock mehr hatte, habe ich es aufgehört oder habe gar nichts gemacht und bin jetzt so wieder in Sport reingekommen und es macht Spaß. Ich habe Bock, bin auf Angriff und jetzt mal gucken, was dieses Jahr bringt. Und dein Knien geht es aber wieder gut? Ja, aktuell ja. Ich hoffe, es bleibt so, aber es ist inzwischen viel Arbeit. Physio, ganz wichtig, immer schön Übungen machen. Dehnen und natürlich auch die Ernährung. Musst du nicht drauf antworten, frag aber trotzdem, weil es ja ein medizinischer persönlicher Eingriff ist. Was heißt Eingriff? Ist ja eine medizinische persönliche Sache. Was ist denn mit deinen Knien? Weil wegen Entzündung, ja, da kann man sich viel bei runter vorstellen. Jetzt hast du gerade noch gesagt, du musst viel dehnen, auch die Knie irgendwie halt. Dürfen wir erfragen, was genau mit deinen Knien los ist? Oder ist es noch zu stark emotional? Oder sagst du, nee, ist alles in Ordnung, kann ich euch erzählen? Nee, alles fein. Also ich habe in beiden Knien eine angeborene Knochenumformung, Fehlbildung. Also bei mir laufen einfach die Knie nicht ganz so rund, wie sie sollten. Dadurch ist einfach der Platz zwischen dem Kniegelenk und der Kniescheibe zu eng. Es haben relativ viele Leute, fällt aber nicht auf, weil einfach die Belastung nicht da ist. Und wenn jetzt halt bekloppte Lea meint, sie müsste keine Ahnung wie viel trainieren, dann ist das einfach zu viel für die Knie. Ja. Gut, okay. Also lass mich mal eben kurz zusammenführen. Du warst mit 16, 17, 18, wie du vorhin sagtest, auf der Höhe, also damalig für dich irgendwie und. Du warst bei Ärzten und dann haben die diese Diagnose nicht vorher schon erkannt und haben dich dann dennoch irgendwie trainiert, so dass du nachher den Spleen im Kopf hast. Entschuldigung, wenn ich so das sage, aber den Spleen im Kopf hast. Jetzt muss ich nochmal richtig Gas geben, irgendwie halt, damit ich nach vorne komme. Und dann gab es dann halt dieses einschneidende Erlebnis. Also da frage ich mich wieder, warum die Ärzte vorher
nicht gesagt haben, ey, Lea, stopp mal, da ist was, wir müssen das mal vernünftig kontrollieren und. Irgendwie gab es das oder gab es das nicht? Es gab es, aber mit 16 will man das halt nicht hören, dass man einen Sport an den Nagel hängen lassen soll, vor allem wenn es halt gut läuft. Und es war ja dann, es ging gut, es ging lange gut und dann kam halt einfach der Punkt, wo es zu viel war. Hm. Und ja, war rückblickend war es scheiße, aber ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde, wenn ich jetzt wieder in die Situation kommen würde, weil ich bin ein relativ ehrgeiziger Mensch, bei mir gibt es entweder so 110% oder gar nicht. Ich weiß, das ist auch so ein riesen Manko von mir, also bei mir ist immer relativ viel schwarz-weiß, so ein Zwischending gibt es nicht. In vielen Bereichen des Lebens, aber wenn ich halt was mache, dann halt komplett mit Herzblut. Und da hängt man ja natürlich auch dran, vor allem wenn man dann halt einen Sport schon so lange macht. Und ich hatte damals einen guten Trainer an der Hand. Ich hatte einen Physio, ich hatte einen Osteo und ich habe da alles gemacht, was, sag ich mal, möglich war, um so lange wie möglich gesund zu bleiben oder verletzungsfrei zu bleiben. Aber ich war es halt, und ich habe es nicht eingesehen, den Sport an Nagel zu hängen für die Gesundheit. Und ich hatte ja die Bestätigung, dass es geht. Weil es ging ja, ich war gut, es hat alles funktioniert, ich hatte keine Schmerzen. Und dann kam halt der Punkt, wo dann halt die Schmerzen dazu kamen. Und da war ich dann halt einfach den Ärzten, meinen Eltern und auch meinem Trainer gegenüber nicht ehrlich und habe das einfach für mich behalten und habe da durch den Schmerz durchtrainiert. Und kennt jeder, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und dann kam der Punkt, wo halt einfach gar nichts mehr ging. Ja, nüchtern betrachtet war besoffen besser. Aber naja. ja, ne, irgendwie halt so, ja klar, irgendwie halt mit 16, irgendwie, was habe ich mit 16 gemacht? Klar, da habe ich auch unvernünftige Dinge gemacht, also wie ich es auch gerade angesprochen hatte. Aber nichtsdestotrotz, ich bin immer noch unvernünftig und mache trotzdem immer noch komische Dinge. Aber mit dem gewissen Augenmaß. Nee, aber wow, danke für diese jetzt schon mal vorab sehr, sehr tolle und offene Art von dir, wie du da uns das hier präsentierst. Aber es gibt ja dann halt auch noch die Lea irgendwie, die dann, glaube ich, irgendwie auch noch mal irgendwie was gelernt hat, Schule, ne, irgendwie Schulabschluss irgendwie, und dann nachher Ausbildung gemacht. Und jetzt gehen wir mal auf den Punkt so ein bisschen rüber. Sportsnut, ne? So, wissen wir ja alle jetzt irgendwie, was das ist für ein Verein da. Ja, der Torben wird mich gleich anrufen und sagen, ey, Alter, wie redest du über Sportsnut? Nein, Quatsch, alles gut. Du bist seit 4 Jahren jetzt fast da, ne? Ne? 3? 1.8. sind es 2. 2? Bestens informiert, okay. Unsere Herren. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, stimmt. 22 Gravel Games. Ja, jetzt, ja, ja. Genau. Was machst du denn da bei denen? Ja, also angestellt bin ich als Marketing- und Eventmanagerin. Als hauswirtschaftliche Assistentin und Hauswirtschafts- und Sportlehrerin hat man von diesem ganzen Marketing-Zeug, sage ich jetzt mal, gar keine Ahnung. Hab so mal das Thema eigentlich mehr oder weniger von meinem Schreibtisch verbannt. Klar, wenn die Kollegen krank oder im Urlaub sind oder landunter, macht man natürlich auch was. Oder wenn Torben sagt, hier, dein Thema, dann macht man es, macht auch Spaß, aber ich fokussiere mich hauptsächlich auf die Events. Und das fängt an mit, ja, die ganzen Events raussuchen, also einmal, was wir an Anfragen bekommen, wollt ihr daher oder wollt ihr zu uns kommen, oder auch die Events raussuchen, wo wir sagen, hey, da wollen wir unbedingt hin. Und ja, dann fängt die ganze Planung an, also von Standfläche buchen über, welche Marken nehmen wir mit, welche Produkte nehmen wir mit, welche Mitarbeiter gehen dann hin. Ja, Essen organisieren, Autos organisieren. Hotelzimmer organisieren. Genau. Was bieten wir dann den Leuten,
wenn sie zu uns zu Besuch kommen. Sind es nachher Händler, die sich für was anderes interessieren, wie nachher die Endverbraucher, die irgendwie fragen, habt ihr Goodies, habt ihr Sticker? Und wir dann sagen, klar, haben wir nicht. Oder habt ihr mal eine Socken und ein T-Shirt, ne? Genau. ja, sowas. Und dann halt, während dem Event dann natürlich der Verkauf und ja, das ganze Zeug packen. Und dann kommt natürlich der coole Teil, selber mit auf dem Event stehen, die ganzen Leute treffen, labern, viel labern. Und ja, dann kommt halt der unschöne Teil, wo man dann alles wieder einpacken muss und dann wieder zurück nach Tübingen fährt und ausladen. Stopp mal, da ist doch dazwischen noch ein schönes Teil, das Feierabendbierchen, ne? Ja, für die anderen. Okay. Ich trinke seit 4,5 Jahren keinen Alkohol, habe mir deswegen auch letztes Jahr auf der Eurobike den Spitznamen Sportsnap Mutti eingeholt. Ach Gottchen, nee, jetzt ernsthaft? Ja. Ach komm, ey Leute, Sportsnap, hört auf mit der Scheiße, nur weil sie keinen Alkohol trinken. Meine Güte. Nee, aber mir. Ich habe alle geguckt, dass alle ins Hotel kommen und im richtigen Zimmer landen. Ach so warst du. Und du hast sie also in die Autos reingeschmissen, damit sie in dem Hotel und morgens früh dann auch raus, damit sie fit werden. Alles klar. Genau, und dann wieder die Erinnerung, Jungs, wir sind zwar auf dem Event, aber das Niveau darf doch noch ein bisschen erhalten bleiben. Ja, also falls du mal eine nebenberufliche Stelle suchst, wir hätten auch Bedarf, der Herr Petzold. Was denn? Ich komme immer nach Hause alleine. Ja, neigt auch so ein bisschen zum Party-Animal, sage ich jetzt mal. Warst du denn ihr letztes Wochenende jetzt in Willingen? Nee, Willingen nicht. Wir haben nur einen Kollegen geschickt, der Lust hatte, zwei Events nacheinander zu machen. Ich war in Winterberg beim Dirt Masters und habe da die Regen- und Matschparty genossen. Genossen, ja. Ja, ich muss sagen, am Dienstag, wo wir biken waren, wir hatten Top-Wetter, die Trails waren gut, also ich kann mich nicht beklagen. Ja, wir hörten schon, dass es ein bisschen schwieriges Wetter gab, aber jetzt in Willingen war es, glaube ich, deutlich besser. Also ich meine, ich habe auch den Torben gesehen. Also ich habe ihn gesehen. So. Der hat sich um 11 Uhr, glaube ich, Freitag um 11 Uhr ausgeklingt und hat dann eine Kontrollfahrt nach Willingen gemacht. Und eine Kontrollfahrt, sehr gut. Ja, sehr prima. Und was steht als nächstes an, Eurobike? Als nächstes großes Jahr. Jetzt am Freitag fahren sie zum MXGP nach Teutschenthal. Zwei Kollegen mit Makov. Was für ein Ding? MXGP, also Motocross. Ach so, ja, genau. Das ist ja fernab von uns. Andreas, MX Motocross. Ja, Motocross, ja, schon klar. Ja, und dann sind es noch, ich glaube, 4 Wochen bis zur Eurobike. Ja, aber Moment mal, irgendwie jetzt via Time Struggle, irgendwie jetzt letztes Wochenende, für uns jetzt das kommende Wochenende, in Paganella ist ja auch Muck auf, oder seid ihr das nicht in Österreich? Das ist Italien. Das ist Italien. Das machen die Italiener. Hauptsache Mailand, ja. Hauptsache Spanien, genau. Nee, aber, also, Alex und ich hatten richtig Bock drauf, aber dann hieß es, nee, zu lang und vor allem zwischen Dirt Masters und Eurobike eine Sache, die Unmöglichkeit, so ein Event zu machen, vor allem dann noch mit so einer Fahrstrecke, wo wir dann sagen mussten, okay, der Verstand siegt, wir konzentrieren uns auf Dirt Masters und dann volle Fokus jetzt auf Eurobike und mussten dann leider absagen. Ja, der Herr Petzold ist ja da. Insofern, der wird irgendwelche Fahnen hochhalten. Nee, ist ja, ich bin gewesen. Gespannt. Ich hoffe, du berichtest. Also die Storys sind ja jetzt gelaufen schon irgendwie und fertig irgendwie. Nein, also es war grandios da. Sehr gut. Und Lea, was wirst du demnächst noch an Rennen fahren? Vor allen Dingen im Gravel-Bereich, das würde mich interessieren.
Ich habe Gravel ein Rennen im Kalender stehen gehabt und da kam dann die traurige Nachricht, dass dieses Event nicht stattfindet. Ja, das wissen wir alle. Ja. Ich muss jetzt noch überlegen, ob ich bei uns also Alpgold Trophy in Trochtelfing bzw. Münzing, das ist bei mir um die Ecke, statt den Marathon oder die kurzen Marathons zu fahren, eventuell das Fahrrad tausche und dort mitfahre dann mit dem Gravel. Aber aktuell habe ich sonst nichts geplant, was mit dem Dropbar im Gelände angeht. Wenn ich jetzt gerade recht überlege, irgendwie, ich könnte ja hier in Kassel-Brauxel auch mal eine Veranstaltung machen. Ich habe ja jetzt die richtige Ansprechpartnerin von Sportsnats hier. Mit Rondo könntet ihr vorbeikommen, ihr könntet mit NS-Bikes vorbeikommen, natürlich mit Muck Off könntet ihr auch vorbeikommen. Standmiete ist ganz gering, irgendwie, da können wir Party machen, ja. Party-Animal halt wieder, weißt du? Ja, wäre ich dabei, aber ich glaube, der Sportsnat-Eventkalender ist schon rammelvoll. Ich glaube, da ist kein Kollege mehr begeistert, wenn ich da jetzt sage, ey, wir machen noch mal was. 2025. Das machen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Einmal hier nichts triggern. Nichts triggern, genau. Okay, was reizt dich denn ein Gravel-Rennen? Also jetzt mal wirklich frei von der Leber, egal ob es jetzt in Deutschland, Europa oder sonst auf der Welt ist, reizt dich eine Gravel-Veranstaltung als Rennen, die du mal gerne mitfahren würdest? Mitfahren ja, aber es gibt halt so viele schöne Rennen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht von der Distanz her, was ich fahren wollte. Weil einfach die kurzen Sachen mag ich einfach dieses komplette Wegschießen. Aber natürlich die langen, wo man sich halt so ein bisschen einteilen muss und dann auch mit der Verpflegung gucken muss, finde ich halt natürlich auch toll. Liegen mir eigentlich sogar mehr. Und da gibt es halt so viel. Und mal gucken, was der Rennkalender dieses Jahr noch hergibt. Vielleicht spontan das eine oder andere. Oder dann halt mal nächstes Jahr mit auch mehr Training. Ja. Man kann nie genug trainieren, das stimmt wohl. Herr Petzold, möchtest du kurz den Part des MTBs übernehmen? Den Part des MTBs? Irgendwie, ja, was fährst du für ein MTB? Ein Centurion. Es war mal ein Backfire 2000 und ja, dann kam so dieses Ding, es gibt die Funkschaltung und dann musste die dreifach weichen. Ich habe das Fahrrad komplett auseinandergenommen und der Rahmen ist noch original, alles andere wurde inzwischen ausgetauscht und ist inzwischen eine schwarz-pinke Waffe geworden und ja. Hauptsache noch das Wort dabei, es ist eine Waffe. Ja. Hauptsache noch dabei, es ist eine Waffe. Ja, Waffen haben wir gerne unter Ärschen. mir fehlt jetzt gerade nichts Besseres ein. Ja, ach na ja. Ja, mein Rondo ist ja auch eine Granate. Ne? Also ja, von daher. Naja, Arschgranate. Arschgranate halt einfach. Ne? Und wenn die Lea sagt, irgendwie hat es eine Waffe, irgendwie, dann ist es halt eine Waffe, was sie unterm Arsch hat halt einfach. Welche Rennen bist du denn da mitgefahren? Aktuell bis jetzt nur die Schönbuch-Trophy. Relativ spontan, das ist eine Zweitagesveranstaltung. Samstags Mountainbike-Rennen, sonntags Trailrun. Hat Spaß gemacht, lief gut, nächstes Jahr wieder. Interessant. Eine Veranstaltung aus, also quasi ein Duathlon, wenn man so möchte. Ja. Aus Fahrradfahren. War das dann so wie beim Triathlon nacheinander oder war das getrennt durch Tage? Also einen Tag Trailrunning und dann den zweiten Tag Fahrradfahren oder war das, wie darf man sich das vorstellen? Genau, also Samstag war es Mountainbike-Rennen. Und am Sonntag der Trailrun. Du konntest auch beide Wettkämpfe einzeln machen oder wenn du halt gesagt hast, hey, ich hab auf beides Bock, dann hast du bei der Kombiwertung dann mitgemacht. Aber wenn es Läufe gibt, macht nur den Trailrun. Die Radfahrer fahren nur mit. Und die Bock auf beides haben, machen halt beides. Ja, Trailrunning, also das ist ja so eine Geschichte, da habe ich ja echt null Berührungspunkte. Ich bin auch kein Läufer.
Was ist denn am Trailrunning so interessant? Ich möchte das wirklich gerne mal erfahren. Nicht nur du. Ja. Ich finde es eigentlich relativ gut vergleichbar. Wenn ich joggen gehe und auf Tartanbahn gehe, das ist wie so eine Radeinheit auf einer Rolle. Wenn ich dann, keine Ahnung, so die breiten Waldautobahnen auf Schotterlauf oder geteerte Straßen, das ist dann die Ausfahrt mit dem Rennrad. Und wenn es dann halt ins Gelände geht und der Trailrun ansteht, das ist dann halt die wunderschöne Mountainbike-Fahrt mit den Trails durchs Gelände, Abwechslung und unterschiedliche Untergründe, Berghoch, Bergrunter, einfach mal quer über die Wiese. Das ist einfach, die Abwechslung. Herr Betzold? Ja, jetzt ist natürlich dann auch so die Frage irgendwie, die sich mir gerade stellt, irgendwie du sagst, das ist wie, ne, eigentlich wie Fahrradfahren allgemein, ne, Rennrad, wie auf Straße laufen dann, ne, irgendwie so laufen, Straße, Rennrad, dann über Wiese laufen, Trail, sage ich jetzt mal dazu, und wenn es ja so ein bisschen in den Wald geht, irgendwie Enduro, Downhill. Hast du da auch unterschiedliche Laufschuhe dafür? Weil es gibt ja auch unterschiedliche Reifenwahlen und sowas. Also ich kann mir unter diesen Trailrun, also ich weiß, ich habe da mal was gesehen hier mit diesen großen roten Bullen da irgendwie halt, dass sie da so große Veranstaltungen gemacht haben. Irgendwie, ich habe mir das einmal wirklich versucht reinzuziehen. Dann diese Rucksäcke, die eigentlich nur mit Wasser gefüllt sind und kleine Täschchen haben für die Powerriegel irgendwie halt, und die Jungs und Mädels und divers wie auch immer, die sahen halt einfach nachher nochmal ein Stück fertiger aus als wie die Jungs, die auf dem Enduro draußen sind. Also das ist jetzt, soll jetzt nicht böse sein, ne? Aber für mich ist das irgendwie nee. Also ist halt auch so, dass man da so, ja, wie beim Enduro Downhill stürzt, irgendwie kann man sich da auch mal beibringen. Trägt man da auch Protektoren irgendwie? Ja, ich habe keine Ahnung, ich stelle einfach Fragen. Ich kann mir das nicht so wirklich für mich vorstellen. Also zu der ersten Frage, zu den Schuhen. Ja, es gibt so für jeden Einsatzbereich andere Schuhe. Natürlich, wenn man flach oder auf der Straße läuft, sind sie leichter. Auf der Tartanbahn hat man dann die Spikes dran, ne? Also mit so, ja, sag ich mal, Nadeln unten oder so Nägeln klein, dass man einfach mehr Grip hat. Und danke, jetzt weiß ich erstmal, was eine Tartanbahn ist. Ja, das ist doch diese, mit dieser Beschichtung da drauf, ne? Genau, dieses Rote. Ach ja, jetzt alles klar. Ja, ich habe davon null Ahnung, wie du merkst und hörst. Und ja, umso wildes Gelände wird, umso mehr Profil haben dann auch die Laufschuhe. Wie beim Fahrradfahren. Okay, kurios. Ja. Aber Protektoren hat man keine an beim Laufen. Also weder Knieschoner, Ellbogenschoner, kein Brustrückenprotektor, keine Neckbraces, kein Helm. Wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Also, was das angeht, sind die Läufer risikoreicher, aber es passiert auch deutlich weniger, sag ich mal, wie beim Enduro oder Downhill-Fahren. Also ich habe das wohl schon mal gesehen, dass es da auch so Challenges gibt, wo du dich dann quasi, morgens dann unten am Fuße des Berges irgendwie, dann ist der Start und dann geht's dann über den Berg drüber. Also ich glaube, gab es auf Teneriffa oder sowas, habe ich das gesehen, oder irgendeiner Kanarischen Insel oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das sah schon echt, wild aus, ne? Also, aber gut, ich glaube, für uns und für mich und den Herrn Petzold ist das, glaube ich, keine Sportart, die irgendwie in Betracht gezogen werden würde. Wir sind keine Läufer, wir sind Fahrradfahrer. Aber was wir alle drei schon mal auf jeden Fall gemacht haben und ihr beiden mehr als ich, E-Bike fahren. Ja, ich wollte auch gerade noch auf das Thema hinaus, weil ich ja vorhin mit spitzen Ohren zugehört habe. Diese Bosch-Challenge da, die du da, also hat dieses Bosch-Race, was du dann, was hast du denn da, mit welchem E-Bike bist du denn da gefahren? Ich hatte damals das Glück, sag ich mal, dass mein damaliger Partner bei Bosch gearbeitet hat. Und dann ist halt dann auch ein E-Bike eingezogen mit entsprechendem Motor und war dann eigentlich so, ja, erst gedacht, dass ich bei ihm mithalten kann, wenn er mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist. Und es hat dann aber halt so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wir gehen auf die anspruchsvolleren Trails. Und ja, man ist dann doch ein bisschen ehrgeiziger und dann, ja,
ist die erste Anmeldung rausgegangen und dann war das erste Rennen gemeldet und es hat Spaß gemacht. Und ja, das Enduro-Rennen, sag ich mal, ich bin noch kein normales Enduro-Rennen gefahren. Ich habe mir aber sagen lassen, dass je nachdem die Uphill-Stages ein bisschen anspruchsvoller sind, weil man eben halt die Unterstützung vom Motor hat. Sonst aber eigentlich relativ vergleichbar mit den normalen Enduro-Rennen sind. Ja, also da haben wir jetzt keine Erfahrungswerte. Also der Florian, der fährt ein E-Bike, ein Pivot. Ich bin jetzt in Willingen, habe ich mir von BH eins ausgeliehen und bin da die Trails gefahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mir aber auch das ein oder andere Video mal angeguckt, irgendwie wie so E-Bike-Rennen irgendwie ausschauen und tatsächlich diese Uphill-Stages, das ist schon ganz schön technisch anspruchsvoll. Also im Sinne davon, dass du ja bergauf diese Hindernisse überwinden musst und das fand ich schon Heidewitzka. Also was mich immer so fasziniert, ist irgendwie halt bergauf und weil ich zu schnell bin, muss ich bremsen. So, ja. Das ist ja das Verrückte an dieser ganzen Kiste. Du bist zu schnell bergauf und dann kommt ein Anleger und dann musst du auf einmal bremsen, weil wenn du zu schnell bist, irgendwie geht das Rad vorne hoch, weil wegen... Du sitzt irgendwie, also ich als Anfänger im E-Bike-Bereich, ich weiß noch nicht, wie ich die Position halten soll. Weil es heißt ja eigentlich immer, irgendwie halt bleib mit dem Arsch auf dem Sattel drauf, damit mehr Druck hinten auf das Hinterrad draufkommt. So, jetzt machst du es irgendwie halt und dann beugst du auch noch den Oberkörper nach vorne. Und was passiert irgendwie, du bist zu schnell und das Vorderrad geht trotzdem hoch. Und dann hängst du dann da. Hast du da schon einen Plan für Lea? Bremsen. Siehst du, ja, nur bremsen. Und gezielt das Vorderrad hochkommen lassen und dann halt im richtigen Moment wieder Gas geben, dass man ja drüber kommt. Ja. Ja, also ich habe das Privileg, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich durfte mit dem Bernie von, das ist der Freund von Roxy, beide Fahrtechniklerner, Trainer, und der hat auch immer gesagt, pass auf, dosier die Kraft des Motors durch die Hinterradbremse, ne? Und das wusste ich auch nicht, habe ich auch keine Ahnung davon gehabt. Und das habe ich dann mal ein paar Mal ausprobiert und dachte so, ja, das ist tatsächlich das funktioniert gut. Es ist vollkommen absurd, wie der Florian schon gesagt hat, bergauf zu bremsen. Aber irgendwie musst du die Kraft des Motors ja auch irgendwie dosieren. Und das ist tatsächlich ein Mittel, ja. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, und hat dir dieses Format und diese Bosch E-Bike Challenge, hat dir das Spaß gemacht? Verfolgst du das weiter? Ich bin halt nicht mehr dazu gekommen, leider. Ich würde es aber gern nochmal machen, weil es macht einfach Spaß. Du hast, sag ich mal, eine Schnitzeljagd mit dem Fahrrad. Du musst dir ja deinen Weg suchen und diese Checkpoints und dann halt klassisch deine Stages, wo dann halt ja die Zeit zählt und einfach blind reingefahren wird. Und ich muss sagen, ich bin eher ein ängstlicher Radfahrer, was im Gelände angeht. Und das sind natürlich blind, solche Stages zu fahren, schon eine Herausforderung. Hat mir aber extrem viel gebracht, einfach mal den Kopf auszuschalten und einfach zu fahren. Und ja, ich muss mal gucken, wann wieder ein E-Bike einzieht, beziehungsweise ja, mal wieder eins aufzubauen. Und dann ist bestimmt das eine oder andere Rennen dann auch wieder drin. Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Irgendwie halt, wir gehen ja mittlerweile alle auf diese Rennen hinaus. Du hast es ja auch in Winterberg gesehen. Also unsere Nora ist ja auch mitgefahren, dritter Platz geworden. Und von daher alles tutti. Nur Nora ist halt einfach auch bei der ersten Stage sofort so hingefallen, dass die linke Seite grün und blau geworden ist. Ja, bei dem Matschwetter und ja, jetzt liegt sie wieder krank irgendwie. Gute Besserung nach Hause. Hat aber trotzdem durchgezogen. Und alle hat sie mir dann auch noch erzählt und alle anderen irgendwie so, wieso fährst du denn so langsam? Ja, ich habe mir auf die Frage, ja, klar, ihr Frauen. Boah, hätte ich das mitgekriegt, ne? Ich hätte schon wieder ausrasten können bei sowas, ne? Naja, gut. Also, Triathletin, Gravelbikerin, Enduro-Mountainbikerin,
E-Bike ja gerne wieder und arbeitet bei Sportsnarts und macht da die Events. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, überhaupt bei so einer Firma wie Sportsnarts deine Bewerbung hinzuschicken? Was war deine Intention? Was war so, ach ja, der ist bei mir um die Ecke, irgendwie da gehe ich jetzt hin, hat was mit Sport zu tun? Oder war das wirklich so, ach ja, hey, ich brauche einen Job? Ich saß im Lehrerzimmer in der Mittagspause und habe mit einer Kollegin gesprochen, die mit dem Sven Mack, also meinem obersten Chef, befreundet ist. Und hatten dann so das Gespräch und ich habe gesagt, nee, also mir gefällt es total zu unterrichten, jungen Leuten was beizubringen, aber die Eltern und dieses ganze Drumherum. Und dann war halt einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde als Lehrerin nicht glücklich und möchte das keine 20, 30, 40 Jahre noch machen. Und dann hat sie gemeint, ja komm, guck mal, du bist so ein Orga-Talent, dir läuft es so von der Hand, bewirb dich doch. Die suchen gerade. Nicht so, oh nee, und hier, ich kann ja gar nichts nachweisen. Keine Berufserfahrung, nichts. Und dann hat sich das über 2 Wochen gezogen und dann hat es mich nach dann soweit und dann habe ich gesagt, okay, was kannst du verlieren? Mehr wie absagen, geht nicht. Hab dann die Bewerbung fertig gemacht und hab sie weggeschickt. Hab mir nicht viel drunter erwartet und dann kam die Antwort, dass ich zum, ja, sag ich mal, so einem Vorvorstellungsgespräch online mit dem Torben eingeladen bin. Ja, und dann haben wir gequatscht und hat anscheinend ganz gut gepasst und dann kam die Einladung zum eigentlichen Vorstellungsgespräch dann nach Tübingen und ja, hat auch gut geklappt, wurde ein bisschen was gefragt und wie ich was planen würde und dann war ich mir immer noch total unsicher. Ich wusste nicht so recht und ja, dann kam die Zusage und wir waren dann abends, oder ich war abends bei meinen Eltern drüben. Wir haben gegessen und Omas waren da und habe gerade Platz genommen am Tisch und sehe am Handy Nachricht aufploppen vom Sven mit dem Arbeitsvertrag. Und ich habe einen Schrei rausgelassen und komplette Family hat gedacht, ich habe mich an der heißen Auflaufform verbracht und ich bin dann halt quietschend durch die Küche gehüpft und keiner hat dann so richtig verstanden, was eigentlich mit mir los ist. Bis ich dann mit der Sprache rausgerückt habe, dass das gerade eben der Arbeitsvertrag war. Mhm. Und keine 5 Minuten später hat eine Kollegin angerufen und hat mir dann gratuliert. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Oder deine Familie, wo du gesagt hast, irgendwie so, ja, ich habe jetzt einen neuen Arbeitsvertrag, irgendwie, ich bin jetzt ab sofort keine Lehrerin mehr? Die haben ja mitbekommen, wie unglücklich ich eigentlich in dem Beruf war, so dass mir das Unterrichten Spaß gemacht hat und das alles, aber das Drumherum. Und ich war dann zu der Zeit dann einfach auch nicht mehr ich selbst. Und ja, die haben natürlich gesagt, klar, es ist schade, Beamtenstatus aufzugeben, aber wenn es nicht das ist, was dich glücklich macht, dann mach's. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin Gott froh, meine Eltern stehen dazu zu 200% hinter mir und egal welche Schnapsidee ich bis jetzt gebracht habe, ich weiß, dass ich auf meine Eltern zählen kann. Und ja, es tut dann natürlich halt einfach gut, wenn der Plan dann aufgeht und man in dem Job dann ankommt und halt wirklich wieder glücklich wird und aufblüht und wieder zu sich selbst wird und einfach Spaß hat. Und da spielen natürlich auch die Kollegen eine riesen Rolle. Also wir sind ein super Team, sowohl bei uns im Marketing als auch in der ganzen Firma. Und die Leute auf den Events runden das bei mir dann halt einfach noch ab.
Übrigens, kleiner Einwurf von mir. Lieber Herr und Frau Stegmeier, wenn Sie jetzt den Podcast Ihrer Tochter hören, ja, sie macht noch alles Verrückte weiterhin mit und fertig. Ne? Ich hoffe, es ist hier vollkommen okay, was Ihre Tochter so von sich lässt. Ich gehe mal davon aus, dass deine Eltern den hören werden. Mit Sicherheit. Ich muss auch sagen, meine Eltern sind die einzigen, wo aktuell von hier den Aufnahmen wissen, was ich mal wieder geplant habe. Die anderen werden einfach nur diesen Link bekommen und sich wahrscheinlich wundern, was zur Hölle macht die eigentlich schon wieder. Ja, meine Damen und Herren, die liebe Lena ist hier bei uns im Podcast von Roxa TV. Ja, eine mit der erfolgreichsten und geilsten Podcast der Welt. Wir verdienen Milliarden damit. Nein, Quatsch. Ja, und dann bist du dann da und dann war wirklich hier die ersten Gravel Games war dein erstes Projekt. So war das doch, ne? Ich muss gerade überlegen, ob Leo, Bike Festival Leo, wenn ich sogar davor war oder danach. Ja, das ist davor, das ist immer davor. War davor, gab es 2 Wochen, das war so meine Premiere. Aber die beiden. Ich habe Eurobike die Kollegen dann kennengelernt. Ich war privat einen Tag unten, habe den ganzen Haufen kennengelernt und damals eigentlich auch schon lieben gelernt. Dann ich gehe raus an Michi, der enttäuscht war, dass ich kein Alkohol trinke. Oh, Michi, das tut mir jetzt aber auch leid für dich. Ja. War da noch der Julian da? Nee, ne? Doch. Ja. Den hast du ja auch noch kennengelernt. Ja, Leute, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Leute, irgendwie, natürlich merkt ihr jetzt gerade irgendwie halt so, ich bin da so ein bisschen verbandelt halt bei Sportsnerds halt einfach. Ich kenne da so einige, wenn ich vielleicht sogar fast alle und die Lea arbeitet halt einfach da und deswegen nochmal sorry irgendwie halt, ja, es ist schon so irgendwie halt so, ich jedes Mal, wenn ich mit euch telefoniere oder irgendwie eine Stimme oder euch sehe, irgendwie fühle mich irgendwie heimisch bei euch irgendwie halt so, ne? Das soll jetzt ja auch mal so eine Art Kompliment sein an die Firma Sportsnuts, irgendwie immer cool, immer korrekt, immer straight, immer geradeaus und das liebe ich so an euch. So, Punkt. Jetzt ist genug hier. Ist ja schlimm, was ich hier veranstalte. Nee, ja, cool. Und aber willst du lange bleiben, ne? Ja, also aktueller Stand. Ich will nicht gehen. Ja, manchmal hat man ja so, ne? Es gibt ja Leute, die sagen, irgendwie nach 3 Jahren, dann wechsle ich wieder. Ne? Also das gibt's ja auch, das erlebt man auch ziemlich oft. Das habe ich auch damals erlebt in der Musikbranche. Ich komme ja eigentlich aus der Musikbranche heraus, aber das wissen jetzt schon viele irgendwie. Du wusstest es jetzt noch nicht wirklich. Nee. Da hatte ich dann auch alle drei Jahre irgendwie auf einmal einen anderen Ansprechpartner. Und das ist dann halt einfach ziemlich uncool. Du, ich glaube, wir gehen dem Feierabend entgegen. Der Andreas ist ja jetzt schon leider raus, weil er musste sein Autochen abholen. Er gesagt, wurde er kurzfristig vorhin schon angerufen vom Autohaus und hat gesagt, du, Digga, dein Auto, das steht hier irgendwie schon seit 2 Tagen so ungefähr. Irgendwie, wann wolltest du es mal endlich abholen? Bis heute Abend 18 Uhr hast du Zeit. Deswegen ist der Herr Steinecke schon raus. Deswegen läute ich jetzt hier mal schon den Feierabend ein und sage, Lea, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Danke auch für deine Ehrlichkeit vom ganz Anfang des Podcasts mit deinem, ja, traumatisierten Erlebnissen, sage ich jetzt mal so dabei, die du aber scheinbar, und du lachst immer so freundlich, gut überstanden hast. Und danke, dass du uns auch erzählt hast, was du so bei Sportsers machst und was so auch deine Leidenschaft ist. Also dieser Triathlon weiterhin immer noch, aber nur dann, wenn du es möchtest. Und vor allen Dingen irgendwie halt, du willst auch immer was Neues ausprobieren, deswegen E-Biken, Gravelbiken dann halt auch mit dabei. Und da sage ich einfach nochmal danke dafür, dass du uns die Story von dir heute erzählt hast. Und ja, ich kann nur sagen, du hast das letzte Wort. Ja, also ich muss auch danken. Coole Aktion.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Einladung und dass wir es jetzt 1,5 Jahre später endlich mal geschafft haben. Und ich freue mich aufs nächste Event, wo man euch wieder sieht. Da freuen wir uns auch drauf. Ich sage auf jeden Fall ciao und wir hören voneinander. Tschö. Ciao.